Eines der faszinierendsten Themen für mich überhaupt ist das Thema Königreich Gottes. Gott hat uns als Könige und Priester berufen. Spirit Life Episodes sind kurze prophetische Impulse, die dir helfen, ein übernatürliches Leben mit Gott zu entdecken. Gemeinsam können wir ihm im Alltag begegnen. Heute Morgen bin ich aufgewacht mit einem ganz alten Song in meinem Kopf, wo es heißt, Jesus, Liebe meines Lebens. Und ich habe keine Ahnung, wann ich diesen Song das letzte Mal gehört habe, aber das sind so Morgende, wo ich einfach spüre, Gott ist da und er gießt seine Liebe aus über mir, erweckt in mir ganz neu die Liebe zu ihm. Und ich spüre einfach sein Herz für dich, für uns alle heute Morgen. Und das ist so wunderschön. Und in dieser Session geht es um etwas ganz Spannendes. Gott hat uns als Könige und Priester berufen. Und ihr findet diese Bibelstelle in 2. Mose 19, Vers 6. Da sagt nämlich Gott zum Volk Israel, ich möchte, dass ihr für mich ein heiliges Volk von königlichen Priestern seid. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ihr das schon mal irgendwie gehört habt. Aber was ich so spannend finde, ist, es gibt so viele Teachings und Predigten über den Bereich von Priestersein. Und wir haben verstanden, dass Gott möchte, dass wir einfach einen Lebensstil von Anbetung leben und dass wir ihm dienen. Das alles und noch viel mehr drückt diesen ganzen Bereich rund um Priesterschaft aus. Aber ganz oft wird übersehen, dass Gott nicht nur sagt, ich möchte, dass ihr Priester für mich seid. Das würde uns, sage ich mal, einschränken oder begrenzen auf diesen Dienst im Tempel, im Allerheiligsten, in seiner Gegenwart. Dann wären wir wirklich nur für ihn da, auf ihn fixiert und alles andere in dieser Welt wäre nicht von Belang. Aber Gott hat uns zu Königen und Priestern, zu königlichen Priestern berufen. Was bedeutet denn das? Könige sind da, um zu herrschen, okay? Gott hat uns berufen, weil er möchte, dass wir mit ihm herrschen. Du und ich, wir sind berufen in Gottes königliche Armee von Priestern. Und das ist so mega cool. Und im Epheserbrief sagt Paulus, legt die komplette Waffenrüstung an. Sicher habt ihr es schon mal gelesen. Und wisst ihr, ich musste so drüber nachdenken, ein Soldat, wenn der zur Armee geht, dann wird er erst trainiert. Und was er lernt in dieser Zeit, ist wirklich seine komplette Rüstung nicht nur irgendwie anzuziehen, sondern sie auch zu benutzen, denn ansonsten wäre es ja nutzlos. Und das Ziel eigentlich auch für Soldaten in der Armee, wenn sie wirklich gut sind, das Ziel des Ganzen ist, dass dieser Soldat nicht nur irgendwie exzellent wird im Gebrauch seiner Waffen, sondern er wird in diesem ganzen Prozess selber zu einer Waffe. Und damit wird er wirklich zu einem, sag ich mal, mächtigen Instrument, wenn man das so sagen kann, zu jemand, der brandgefährlich ist, okay? Und zu jemand, der wirklich in der Lage ist, Land einzunehmen. Und darum geht es ja, wenn wir darüber sprechen, dass wir herrschen sollen. Und Jesus hat uns einen Auftrag gegeben, richtig? Er hat gesagt, ey, ihr sollt die Kranken heilen, die Dämonisierten befreien, ihr sollt die Toten auferwecken und so weiter und so fort. Ihr sollt das Evangelium ausbreiten, ihr sollt das Königreich Gottes auf der Erde ausbreiten. Und sogar ganz am Anfang der Bibel finden wir, dass Gott sagt, macht euch die Erde untertan. Ja, all diese Dinge, was Jesus gesagt hat, was Gott gesagt hat, spricht darüber, dass wir berufen sind, zu herrschen als Könige und Priester, als königliche Priester. Und dafür wiederum brauchen wir die Waffenrüstung. Und nicht, um irgendwelche Waffen irgendwie zu haben, durch die wir vielleicht halbwegs in der Lage sind, uns zu verteidigen. Nein, die Waffenrüstung ist dazu gedacht, wenn du sie anlegst, wenn du lernst, in ihr zu leben, dann wirst du selber zu einer Waffe, die mit Gott herrscht und regiert. Und das ist einfach das Faszinierende und Wunderbare daran. Und vielleicht hast du das noch nie gehört über die Waffenrüstung. Aber fang einmal an, dich damit zu beschäftigen, aus diesem Aspekt, dass die Waffenrüstung nicht dazu da ist, dass du dich irgendwie passiv verteidigen kannst und irgendwie geschützt bist, sondern die Waffenrüstung ist dazu da, wenn du in ihr lebst, selber zu einer Waffe zu werden, mächtig für Gott, mächtig, den Auftrag Gottes wirklich auszuführen in dieser Welt. Und bevor wir zu Königen und Priestern werden können, müssen wir
Sohn und Tochter werden. Und darüber habe ich in meinem letzten Video, in der letzten Spirit Life Episode gesprochen. Wenn du die verpasst hast, geh zurück und hör sie dir an, denn das ist wirklich die Grundlage für das alles, um wirklich königliche Priester sein zu können, um zu Menschen zu werden, die selbst eine Waffe geworden sind in Gottes Hand, müssen wir anfangen, als Sohn und Tochter zu leben. Das ist das, wie Jesus gelebt hat. Er war nicht nur irgendwie Mensch, sondern er war der Sohn Gottes. Das war ihm bewusst. So hat er gelebt. Das war seine Identität. Und aus dem heraus konnte Gott ihn zu jemand machen, der wirklich als königlicher Priester gelebt und geherrscht hat. Und das finde ich so faszinierend. Das finde ich so spannend. Und das finde ich auch so ermutigend. Nimm das für dich, diese Gedanken für deinen heutigen Tag. Fang an, dich selber in diesem Bild zu sehen. Gott hat dich berufen als königlichen Priester. Und du darfst als Sohn, als Tochter anfangen, hineinzutreten in diese Identität. Ein Mensch zu werden, der Anbetung lebt. Aber auch ein Mensch zu werden, der lernt, in der Waffenrüstung zu stehen, zu leben und in dem allem selber zu einer Waffe zu werden in Gottes Hand. Ist das nicht einfach nur mega faszinierend und genial? Ich wünsche dir echt ganz starken Segen dafür.